Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wochenende Liebesorakel von 27. bis 29. Dezember 2019. Freitag, Samstag, Sonntag. Diese drei Karten zeigen die Ereignisse am Freitag, euren Partner oder Wunschpartner steht in einer großen Herausforderung. Es sind Einflüsse oder Angriffe von außen. Er muss sich behaupten oder sich wehren. Er macht hier die Tür zu, aber er hat Chancen, Möglichkeiten, hier einen Sieg zu haben. Nur zum Wissen, es geht ihm nicht gut. Er geht auch zum Rückzug. Er wird nachdenklich sein. Im Hintergrund laufen Lügen und Intrigen, eventuell ein Betrug. Samstag. Er oder ihr selbst fühlt euch niedergeschlagen. Aber ein bisschen Geduld, hier zeigt dieses Bild, das wird bearbeitet. Es kommt mehr Sicherheit und mehr Stabilität. Diese Höhen und Tiefen, diese Hin und Her hört auf. Wichtig ist, in Vertrauen bleiben. Das kommt zum einen fließende Energie und es bekommt eine Struktur. Diese Karte ist auch ein Hinweis, dass beruflich, finanziell ändert sich etwas auch. Er trifft klare Entscheidungen oder möchte etwas klären. Er hat auch eine stolze, königliche Haltung. Sonntag. Sonntag steht ihr Damen im Mittelpunkt und ihr verlangt eine klare Antwort oder eine klare Entscheidung. Ihr werdet nicht davonlaufen, sondern ihr zeigt auch eine stolze und königliche Haltung. Nicht nur das, sondern Kraft und Mut. Es kommt auch etwas entgegen, das hat einen Einfluss auf die Finanzen oder kommt mehr Struktur, die Ideen werden in Tat umgesetzt und ihr werdet von dieser männlichen Person Respekt und Wertschätzung bekommen. Und das war mein Wochenende Liebesorakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.